Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Im April haben die Koalitionsfraktionen einen umfangreichen Änderungsantrag eingebracht, der aus den unverbindlichen Regelungen der Senatsvorlage an vielen Stellen klare, verbindliche und verpflichtende Regelungen macht und auf eine zentrale Steuerung, Planung und Entscheidung setzt. Heute reden wir schließlich über die Gesetzesfassung der Koalition, die, wie schon von Kollegen Birk erwähnt, Vorschläge und Anregungen der Opposition mit aufgegriffen hat, aber eben nicht längst nicht alle. Wir unterstützen die strategischen Ziele des Gesetzes. Dies betrifft insbesondere die verbindliche Einführung der elektronischen Akte in allen Verwaltungen, die künftige medienbruchfreie Kommunikation in und zwischen den Verwaltungen, die gemeinsame Nutzung von zentralen Informations- und Kommunikationsstrukturen, und dies betrifft die zukünftige zentrale Planung, Steuerung, Entscheidung und Beschaffung durch die neu geschaffene zentralisierte Struktur, IKT-Staatssekretär, Staatssekretärin, IKT-Steuerungsrat und ITTZ als zentraler Dienstleister. Aber, meine Damen und Herren, ehrgeizige, ambitionierte Vorhaben und Ziele verfehlen ihre Wirkung, wenn die reale Situation in der Berliner Verwaltung aus den Augen verloren wird. Überhaupt nicht akzeptabel ist, wenn die Umsetzung des Gesetzes keine finanzielle und personelle Vorsorge getroffen wird und dies in den nächsten Wahlperioden vorbehalten bleibt. Der Lichtenberger Stadtrat, Herr Prüfer, führte in der Anhörung zum E-Government-Gesetz aus, Zitat, noch immer erfordern bei uns Fachverfahren Windows XP und Surfer 2003. Solange diese Fachverfahren nicht modernisiert sind, sind wir vom E-Government weit entfernt. Die Modernisierung der Fachverfahren wird hohe Investitionen erfordern. Und es geht um Prozessoptimierung, es geht um IT-Ausbildung bei der Altersstruktur in der Berliner Verwaltung und es geht um Personalmangel an allen Ecken und Kanten. Zitat Ende. Nun stellt Herr Staatssekretär Staatskowski laut RBB eine fehlende Akzeptanz bei den Beschäftigten fest, wenn es bei der Umstellung der Verwaltung auf E-Akte geht. Entscheidend für den Erfolg sei aber, so der Staatssekretär, die Mitarbeiter der Verwaltung bei dem Wandel mitzunehmen. Richtig, aber wo bleiben die Konsequenzen? Denn weil die Mitarbeiter schlechte Erfahrungen haben, müssen sie wieder befürchten, dass die schwierigen Umstellungsprozesse auf ihren Rücken abgewickelt werden. Deshalb ist es vollkommen unverständlich, weshalb unsere Forderung, in das Gesetz den Abschluss einer Dienstvereinbarung zum E-Government aufzunehmen, von der Koalition abgelehnt wurde. Das wäre ein Signal an die Beschäftigten gewesen, sie mitzunehmen. Doch stattdessen werden alle Paragraphen des Verwaltungsreformgrundsätzegesetzes zur Personalführung, zur Personalentwicklung, zum Personalmanagement bis hin zur Qualifizierung mit dem E-Government ersatzlos gestrichen. Statt die Beschäftigten im öffentlichen Dienst zu motivieren und im schwierigen Umsetzungsprozess hin zur digitalen Verwaltung mitzunehmen, werden hier von der Koalition falsche Signale gesetzt. Der schwerwiegendste Kritikpunkt unserer Fraktion an diesem Gesetz ist, dass zwar strategisch richtige Ziele formuliert werden, der Umsetzungsprozess aber mit so vielen Fallstricken und unrealistischen Vorgaben versehen ist, dass ein Scheitern vorprogrammiert ist. Wir können einen solchen Politikstil nicht mittragen. Der zukünftige Finanzierungsaufwand zur Umsetzung des E-Governance-Gesetzes bleibt unklar und es gibt keine Klarheit über die Höhe der einzusetzenden finanziellen Mittel. In der Vorlage zur Beschlussfassung zum E-Government-Gesetz teilt der Senat zum Thema Gesamtkosten mit, dass eine Prognose zu den tatsächlichen Umsetzungskosten nicht seriös getroffen werden kann und Aufwände zur Anpassung vorhandener IT-Lösungen derzeit noch nicht konkret beziffert werden können. Und im gestrigen Hauptausschuss wurden uns die finanziellen Konzeptlosigkeit wieder glasklar vor Augen geführt. Ein solches Gesetz zu verabschieden bedeutet, dass sich alle politischen Entscheidungsträger im Klaren sein müssten, was das in den nächsten Jahren kosten wird. Der zweite grundlegende Kritikpunkt, weshalb wir dem Gesetz nicht zustimmen können, sind die schnellen, voraussetzungslosen Veränderungen. Der IKT-Staatssekretär oder Staatssekretärin
werden zunächst an einem Doppelhaushalt arbeiten, der in dem Gesetz festgelegten neuen Strukturen nicht entspricht. Das ETTZ als zentralen Dienstleister für die Berliner Verwaltung zu definieren, ist richtig. Allerdings muss das ETTZ erst ertüchtigt werden, diese Funktion zu entsprechen. Unsere Vorschläge, die Umstellung auf die verpflichtende Abnahme der Leistungen des ETTZ schrittweise bis 2020 umzustellen, um auch die finanziellen Voraussetzungen zu schaffen, wurden von der Koalition nicht übernommen. Im Gegenteil, mit dem Änderungsantrag der Koalition wurde die Terminsetzung für die Übernahme der Leistung des ETTZ durch alle Verwaltungen auf das Jahr 2018 vorverlegt. Aber wir wissen alle wissen das, dass das ETTZ nicht in der Lage sein wird, ab 2018 störungsfrei diese Aufgaben als zentraler Dienstleister zu leisten. Allein die laufende Anpassung der IT-Verfahren an die standardisierte IT-Technik und die Basisdienste werden eine personelle und finanzielle Bugwelle erzeugen. Dazu sind keine Vorbereitungen im Haushalt vorgesehen und getroffen worden. Aber liebe Kolleginnen und Kollegen, wir stimmen heute nicht über gute und richtige Absichten ab, sondern über ein Gesetz, das umzusetzen ist, über konkrete Konzepte und Umsetzungsschritte. Und hier, liebe Koalition, versagen Sie komplett. Sie übernehmen null Verantwortung für die Umsetzung. Kein Schritt ist untersetzt. Deshalb lehnen wir das Gesetz ab. Vielen Dank.